Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich bin mittendrin. Ich habe jetzt mal kurz, das hat eine Weile gedauert, bis ich hier da mal diese komischen Harkoniten sondiert habe. Aber schon, seht ihr, sind wir wieder hinüber hier. So. Ich dachte, hier wäre ein Lager, aber dem war nicht so. Ist gut, du kannst dein Schwert wieder einpacken, mein Freund. Zap, zap. Irgendwie dachte ich hier, nee. Ja, das Lager wäre dann wohl an der anderen Seite. Du könntest mal, nimm mal sowas hier. Und ich mach mal einen Speicherstand und wir gucken mal. Da bei den Soldaten, das ist auf alle Fälle ein Lager. Und das müsste dieses Ding hier sein. Und die werden wirklich von allen Seiten angegriffen. Das sind unsere Leute. Wir müssen ihnen helfen. Ja, da ist ja keiner mehr. Da haben wir uns jetzt wohl so viel Zeit gelassen. Ja, ich gebe mir Mühe. Weißt du, das ist gar nicht so einfach, mein Freund. Ich verreck hier laufen. Ich wäre schon viel eher da gewesen. Wirklich. Was ist denn jetzt hier? Was? Schaut dir doch... Ey, ich hab doch die Schutzmauer gehabt. Warum kommst du, komischer Sumpffischer, hier durch? Was bist du eigentlich? Und erstmal den da oben ausschalten, den Bogenschützen. Und dann können wir... Ja, bitte. Aber ich muss erstmal hier den Sumpffischer kaputt machen, den meine Leute wieder angegriffen haben. Vorher können wir nicht reden, mein Freund. Ey, der ist auch gegen alles immun, oder? Ja, dem ziehen wir gar nichts ab. Guckt euch das mal an. Los hier, stirb einfach. Jo. Das kannst du laut sagen. So, dann wollen wir mal mit dem... Ach, du hast Sierra wiederbelebt, das ist schön. Was denkt ihr über das ganze Gewese über den Herold Andrastes Blackwall? Warum? Ich muss einfach nur wissen, ob ihr zu komplexen Gedanken fähig seid. Dann fühle ich mich besser. Ah, wieso versucht ihr es dann nicht mit einem Silbenrätsel? Ihr würdet ein Silbenrätsel lösen, wenn ich es euch stelle? Nie im Leben. Okay, dann reden wir mal mit dem... Das ist der Letzte, alle anderen sind tot. Das war erbärmlich, oh mein Gott. Hier, du bist es, oder? Nee. Ah, du da hinten. Hier, du. Halt, 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 halt! Verdammt, ich will mit dir reden. Komm her. Leutnant Farrow, Sir. Ja? Wir haben diese Harkoniten-Bastarde zurückgeschlagen. Pff. Meine Männer und ich werden diesen Ort halten. Du bist ja alleine hier. Wir stellen jedoch weiterhin eine Gefahr dar. Nach der letzten Schlacht brauchen wir Zeit, um alles zu befestigen und uns zu formieren. Ja, und wie ist die Lage? Wie ist die Lage am Fluss? Die Harkoniten und wilden Tiere dort machen es nicht gerade leicht, diesen Ort zu halten. Das kannst du laut sagen. Der Fluss ist für die Inquisition die beste Möglichkeit, Nachschub aus der Himmelsfeste zu schicken. Nur müssten wir ihn dafür sicher bereisen können. Die Harkoniten haben entlang des Ufers Lager errichtet und greifen jeden an, der in Sichtweite kommt. Na prima, ich sollte gehen. Ja, das denke ich mir auch. Das wäre vorerst alles, Leutnant. Eieieiei. Gibt's hier irgendwas, was wir brauchen können? Natürlich nicht. Wieder ein Bogen. Was ist denn hier? Gibt's nur Bögen oder was? Das kann aber nicht sein. Ich bin ein Magier. Gibt's nicht irgendwas für einen Magier? Ich habe. Sierra hat auch keinen Bogen. Oh, ein bisschen so Zeugs. Aber ansonsten, glaube ich, einen Schnellreisepunkt haben wir hier natürlich wieder. Irgendwie, irgendwo. Na gut, dann suchen wir uns etwas Leichtes. Wir wollten, na das machen wir jetzt nicht. Das habt ihr gesehen, wie wir verreckt sind. Gäste des Stammes, veröffentlicht würde. Wir suchen mal das Ding hier, den Löwen, den Löwen. Den Bär. Wir gucken mal auf die Map. Ach so, eigentlich, genau, ich wollte eigentlich zu dem Lager. Und der Bär ist, ach der Bär ist am Arsch der Welt. Schaut euch das an. Heidewitzka. Ja, wenn wir jetzt hier so und dann so und was bist du? Kendricks Forschung, Colette, okay, Colette. Also wenn wir jetzt hier so und dann so querfeld ein und dann querfeld da und
Das sind die Querfeld da und die Lager und. Ah ja, keine Ahnung. Wir werden schon das irgendwie so machen. Wir gehen da lang. Vorher tun wir noch speichern. Also das ist ganz schön knackig, ne? Und ich möchte also um Himmels Willen nicht nochmal runterschalten müssen. Das war sehr frustrierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Mag ja keine Schande sein, aber trotzdem ist es frustrierend für mich, wenn ich runterschalten muss. Den Schwierigkeitsgrad, wenn ich so weit gekommen bin. Ah, dass der nochmal so angezogen hat. Zapp, gehen wir mal da hoch. Ich weiß gar nicht, ob wir hier richtig sind. Aber das Lager könnten wir noch errichten, wenn wir sowieso schon hier sind, ne? Wäre ja dann Blödsinn, wenn wir jetzt hier ohne verrichteter Dinge weiterlaufen würden. Wo sollte denn. Ah, da unten ist das Lager. Okay. Gucken wir mal, was uns da unten erwartet. Ist da jemand? Sieht gut aus. Können wir hier runterhüpfen? Ein bisschen jumpen. Hopp. Uah. Ey, das kann nicht sein. Kriegen wir das Lager, ohne dass uns einer was will? Gut, dann nehmen wir es. Ne? Was war Ham Hammer? So, Vorräte aufgestockt. 2 von 6. Gut, dann können wir uns weiter auf den Weg machen. Gehen wir mal hier durch die Höhle, wenn wir schon hier sind. Wir speichern wieder. Ich sag's euch, ich verlaufe mich hier auch immer. Also ich habe ja sowieso null Orientierung. Das habt ihr ja nun schon langsam mitgekriegt, ne? Dass ich leichte Orientierungsschwierigkeiten habe und immer hin und her irre. Zap, zap. Ich weiß gar nicht, für was braucht man Tiefenpilze? Ich habe keine Ahnung, was Spindelkraut war für unseren heilenden Nebel, oder? Das sieht nicht gut aus hier. Was ist denn das hier? Ein Lager? Okay. Dann beanspruchen wir das mal. Der Echoschlund. Die Wilden sprechen eben zu ihren Göttern. Na prima. Gott, wo ich nun schon wieder rumschleiche. Was haben wir hier? Eine bewahrte Erinnerung, eine kaum noch lesbare Inschrift gefunden in der Frostgipfelsenke. Wenn dies unser letzter gemeinsamer Augenblick ist, soll er in Lachen enden. Ato, okay. Nun gut. Was haben wir hier noch? Zu welchem Preis? Das waren dann wohl Meriden mit seinen Gefährten hier, oder? Joa. Zap, zap. Wo sind wir hier? Das. Ups. Wir sind bestimmt irgendwo, wo wir nicht sein sollten. Das ist immer das Gleiche. Schauen wir mal. Was habe ich denn hier für eine komische Markierung? Ach, das Lager habe ich doch. Nee, wir wollen doch. Hier rüber habe ich gesagt, ne? Und schon sind wir wieder, weiß der Geier wo. Oh mein Gott. So. Aber trotzdem gehen wir mal hier durch. Östliches Ufer. Joa, ne? Schön hier. Was läuft denn da rum? Ich guck mal hier so kurz oben rüber. Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Hier ist alles voller Spinnen. Habt ihr das gesehen? Wir gehen jetzt da lang. Ich will jetzt nicht gegen die Spinnen kämpfen. Ich weigere mich. Storwacker. Im Tal nach den Bären suchen. Hier geht's nicht weiter. Verdammt. Zwingt ihr mich jetzt echt hier durch das Wasser? Nicht im Ernst, oder? Ich spring mal hier rauf. Na klar, ich spring mal hier rauf und werde gleich von den süßen Krabbelfiechern empfangen. Ich blicke überhaupt nicht durch. Sierra ist schon eine kleine Kampfsau, ne?
Zwar ein bisschen schwach auf der Brust, aber... Okay, und das... Ja, macht den anderen noch genauso schnell fertig. Nur keine Scheu hier. Einfach abmucksen. Es sind alle gesund. Ruhe jetzt hier. So, Silverit nehmen wir noch. Ups. Ja, es ist schon gut. Ich sehe schon ein, dass wir da nicht hochhüpfen können. Wir sind einfach zu dumm. Das sind weitere so komische Spinnendinger und das Lager müsste da... Ja, nee, ist klar, ne? Ey, sieht aus wie eine Burg hier. Seht ihr das da oben? Kann man da hochlaufen? Ich nehme wieder. Hier hätte es auch... Was ist denn? Nee, 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 nee. Den Riss wollen wir jetzt auch nicht machen. Habe ich keine Lust zu. Ich laufe hier außen rum. Kämpfe ich ja lieber mit noch ein paar Spinnen. Das macht mich ganz fertig hier. Ich bin fix und fertig. Würdest du bitte da hochgehen? Danke. Also hier ist irgendwie eine Burg. Und da oben könnte dann das Lager sein, oder? Schauen wir mal. Ich guck mal kurz um die Ecke. Wer macht denn hier sowas? Ach du Schrulliger. Ja, Mist. Das sind wieder so Schemen und Eisdämonen. Wie heißen die blöden Verwirrungsdinger? Die Dämonen der Verzweiflung, die mich zur Verzweiflung treiben. Du kannst mich mit deinen Eispfeilen bespucken, wie du willst. So. Ihr könnt mich nicht meinen hier. Ich mag euch nicht. Verreckt einfach. Sind aber auch lästige Teile, ne? Komm her hier, du Kreatur. Brauchst dich gar nicht verdünnisieren. Ich mag ja die Level 30 Brüder von dir nicht matschig kriegen, aber dich kriege ich auf alle Fälle hinüber. Los hier, mach deine blöde Barriere weg. Dappiger. Ist aber auch widerspenstig hier, das Ding hier. Den hält nur seine Barriere am Leben, ne? Sonst wäre der schon längst verreckt. Ja, da fast kein Leben mehr. So, was haben wir hier noch? So ein Arschgesicht. Ist gut, beruhig dich. Wir müssen mal ein bisschen weiter hochlaufen. Das ist doch der, ich habe doch gesehen, da kriecht noch was rum. Würdest du, danke. So. Was ist aber noch so ein Eisdämon da oben? Die bringen mich echt an den Rand des Wahnsinns. Die Viecher. Okay, es geht weiter. Nächste Runde. Oh, nächste Runde. So. Mach mal hier mal so ein Ding da. Ey, jetzt blicke ich überhaupt nicht mehr durch. Ich glaube langsam, mein PC ist auch überfordert mit dem ganzen Mist jetzt hier. Also ich sehe hier noch nicht den Vorteil von diesem Ding. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. So. Kann ich hier euch mal... Das tut euch gar nichts, oder? Wenn ich da so einen Riss aufmache, also so dieses Mal nehme, das ist euch völlig Schnuppe, oder? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Da hinten ist noch einer. Ja, nieder mit dir hier. So,
Blackwall braucht Hilfe! Wie viel leben denn noch? Da hinten ist noch einer. So, jetzt er hier. Komm, alle drauf hier. Ich sehe ihn nicht. Ja, scheiße. Sag sowas nicht, Sierra. Das sagt man nicht so laut. Eieieiei. Oh, komm jetzt einfach sterben. Haben wir's? Ja, sieht gut aus. Puh. Ich dachte, hier wäre das Lager gewesen. Warte mal, wo bin ich denn hier wieder hingeraten? Aber wir haben dann irgendwie bald einen Stufenaufstieg. Bald ist gut gesagt, ne? So. Oh, Schleierquarz. Stufe 4, hoher Rüstungswert. 2 Konstitutionen. Grausamer Dorn. 421. Sierra, ist es nichts berührter? Ah, nee. Ist auch nicht so das, was ich mir... Aber der grausame Dolch, den könnte sich mal... Da muss ich jetzt mal kurz Sierra gucken, was Sierra hat an Dolchen. 406 und 445. Komm mal hier. Wenn du hier den grausamen Dolch... Würde ich verzichten auf... Oh, nee. Nee, das ist mir nicht wert. Nee. Nein, das mache ich nicht. Lass gut sein. Hat sich erledigt. So. Da oben irgendwo? Nicht wirklich, oder? Jetzt latschen wir mal da hoch. Und gucken, ob wir... Ja, ich sehe die roten Dinger, aber ich möchte bloß mal gucken, ob wir hier die... Was denn jetzt schon wieder? Hier muss ja irgendwo ein Lager sein. Ich glaube, ich weiß, dass das Lager da unten ist. Aber wenn wir hier oben sind, gehen wir mal hier gucken. Da ist eine Festung. Zeig mal her. Wir sind völlig verkehrt. Wir gehen wieder zurück. Wir rutschen da runter mit unserem Popo. Hopp. So. Nächste. Au. Au, das tut mir ja selber auch weh. So. Niedrige Gesundheit. Ja, dann trinkt der ein. Weil das Lager ist wirklich da auf der anderen Seite da drüben. Ich weiß das schon. Okay, hier haben wir so Harkonitenzeug. Aber das ist kein potenzielles Lager für uns. Das ist irgendwo da drüben. Gucken wir mal. Ich würde sagen, beim nächsten Mal schauen wir mal. Oh Gott, mir wird es immer ganz übel. Ich habe immer so Kribbeln im Bauch, wenn ich irgendwo runterhüpfe, ne? Völlig behämmert. So. Das Silberit nehmen wir noch mit. Zap, zap. Und dann gehen wir mal darüber. So. Holla, die Waldfee. So. Ach, da ist wieder ein Riss. Aber das Lager ist da hinten. Eieieiei. Na, dann würde ich sagen, ich speichere und beim nächsten Mal machen wir den Riss und gehen dann darüber zum Lager. So machen wir das, würde ich sagen, oder? Was sagt ihr? Ihr sagt Speicher. Danke fürs Zuschauen, eure Emerald70. Bye, bye.